Karpfen hat nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung. Er verbindet die Leute aus dem Aischgrund auch als Teil einer Region. Viele Einwohner zelebrieren das Karpfenessen als gemeinsames Event und sie sehen sich als Teil der Karpfenessergemeinde. Der Karpfen ist als ein Wahrzeichen der Region an vielen Stellen zu finden. Und dann gibt es da noch die Teichlandschaft. Sie prägt den Aischgrund wie kein zweites Landschaftselement. Viele Einheimische und Ausflügler aus dem weiteren Umkreis erholen sich gerne nach dem Karpfenessen mit einer Wanderung an den Teichen. Damit die Besucher der Region ihre Lieblingsziele leichter finden, haben sich die Aischgründer verschiedene Tourismusangebote ausgedacht. Bitte schön, was kann ich für Sie tun? Wir kommen hier rund um Höchstadt. Das können Sie mit dem Fahrrad, zu Fuß oder auch mit dem Auto fahren. Geführt, ungeführt. Wenn Sie einen Karpfenland-Reiseleiter haben möchten, müssen wir einen organisieren. Ist kein Thema. Wir haben einen Teichwirt, der macht das sehr gut. Karpfenradweg, geführte Wanderungen oder Karpfenmuseum sind nur einige Beispiele. Ist eines der Wahrzeichen der Region Aischgrund. Die Aischgründer Teiche prägen die Landschaft der Region. Es gibt sogar spezielle Tourismusangebote für Karpfenliebhaber.